ist die Grundsteinlegung für eine Weizenstärkefabrik der Südzucker AG die Bestätigung einer guten Kooperation von Industrie und Landwirtschaft am Standort Zeitz? Diese Grundsteinlegung ist in vielerlei Hinsicht ein wichtiges Zeichen für diese Region hier in Zeitz. Erstens, dass es gelungen ist, diesen Chemiestandort von 1991 an so zu entwickeln, dass Jahr für Jahr neue Investitionen dazugekommen sind. Zweitens, dass wir auch damit einen Arbeitsplatzzuwachs zu verzeichnen haben, der sich für die gesamte Region positiv auswirkt. Man muss immer davon ausgehen, dass ein Chemiearbeitsplatz mindestens noch 2, 3 weitere Arbeitsplätze nach sich zieht. Und dass wir mit der Investition hier von Südzucker innerhalb des Investitionsgeschehens der Südzucker AG einen Entwicklungsplan umgesetzt sehen, der Schritt für Schritt auch die regionale Wirtschaft insgesamt betrifft. Die Nutzung von agrarischen Urprodukten, nämlich unsere Landwirte liefern hier zum Beispiel die Zuckerrüben her. Aber es geht auch darum, dass eine enorme Anzahl und ein enormer Umfang an Dienstleistungen hier eingekauft wird und das natürlich sich insgesamt für den Arbeitsmarkt positiv auswirkt. Wie beurteilen Sie die Tatsache, dass der Neubau der Weizenstärkefabrik ohne Fördermittel auskommt? In den ersten 20 Jahren haben wir mit Förderung von Investitionen dafür gesorgt, dass unser Standort einfach mit ins Rennen geworfen werden konnte und oft auch zum Zuge kam. Jetzt sind die Strukturen, die wir damit geschaffen haben, so selbstständig und auch wirtschaftlich potent, dass sie es alleine schaffen, ohne Förderung weiterzuarbeiten und zu investieren. Aber auf der anderen Seite ist natürlich das Standortklima, das Investitionsklima nach wie vor sehr gut. Das heißt, man weiß genau, dass Genehmigungsverfahren sehr schnell durchgeführt werden und dass alle ein Interesse haben. Die Kommune, der Landkreis, aber auch das Land, dass diese Investitionen nicht nur gelingen, sondern auch weitere Investitionen anreizen. Wie sehen Sie die Wirtschaftsentwicklung in Sachsen-Anhalt 25 Jahre nach der friedlichen Revolution? Die wirtschaftliche Entwicklung in Sachsen-Anhalt ist auf jeden Fall ein Beleg dafür, dass die Wiedervereinigung sich gelohnt hat und dass der Neuaufbau der völlig maroden alten DDR-Wirtschaft in unserem Bundesland auch gelungen ist. Natürlich gibt es noch eine ganze Reihe von Baustellen. Wir haben auch noch vieles vor, wo wir sagen, hier sind noch Flächen, da müssen noch Arbeitsplätze entstehen. Wir wollen die Arbeitslosigkeit weiter senken. Aber gerade hier in Zeitz können wir sehen, dass ein Standort, wo einmal ein Leuchtturm reingesetzt wurde, sich weiterentwickelt und auch Investitionen an sich zieht, die weit über das Kernprodukt hinausreichen und damit auch das Image verbessert wird. Und so ist es mit ganz Sachsen-Anhalt, dass wir als Standort wahrgenommen werden und vor allen Dingen als Industriestandort, der weiter interessant ist für viele, viele Investoren, die derzeit weltweit auf der Investitionsseite nach entsprechenden Möglichkeiten suchen.